Sind Heras Lieblingstiere. Sprichst du immer alles laut aus? Meine schöne und furchteinflößende Frau. Kaum zu glauben, dass Hera bei Tethys und Okeanos die Streitereien schlichten konnte. Glaub mir, niemand erhebt seine Stimme in ihrer Gegenwart. Niemand.
Dieser Soldat wird wohl so schnell nicht mehr aufstehen. Vielleicht geriet er in denselben Sturm, der auch Phoenix herbrachte. Bedauerlich. Immerhin ist er am richtigen Ort, dass Hermes seine Seele in die Unterwelt geleiten kann. Lebte er noch, wäre er jetzt zu Stein verwandelt. Phoenix muss erst Opfergaben für ein angemessenes Begräbnis finden. Was? Nein. Phoenix hat schon genug zu tun. Für uns. Lass dich nicht ablenken, Phoenix! Yeah.